Ja Leute, ihr habt doch wohl nicht gedacht, dass ihr bei einem Video mit dem Titel Russisch schimpfen mit einem fröhlichen Привет begrüßt werdet. Jetzt guck nicht so dumm. Это действует мне на нервы. Damit ihr mir hier nicht die Biege macht, werde ich aber nun wieder etwas netter sein. Ach ja, hau ab. Das heißt auf Russisch пошёл ты. Also, wenn ihr Russen wärt, wärt ihr jetzt schon längst in der Stimmung, über mich zu denken, у тебя не все дома. Aber für diesen Fall sag ich euch gleich, мне барабан. Ich möchte ja nur, dass ihr euch in Russland gut zurechtfindet. Und diese Folge dient eben dazu, dass ihr Leute versteht, die gerade böse sind. Sie müssen ja nicht böse auf euch sein. Haut einfach nicht so sehr auf den Putz. Auf Russisch «Rupiam drivatsa». Oder «Putzt herum». Auf Russisch «Pantavatsa», wenn ihr dort seid. Dann erlebt ihr Schimpferei höchstens als Zuschauer, als Zritel. Etwa wenn ihr mit meinem Partner Liden und Dance nach Moskau oder Petersburg zum Russischlernen fahrt. Na, diese Werbung habe ich doch wunderbar unauffällig eingebaut, oder? Und da wir noch etwas Zeit haben, am Ende noch ein paar Vokabeln, wenn ihr euch verabschiedet und die ihr richtig gebrauchen könnt. Russen sagen am Ende eines Gesprächs nur dabei. Das hat gar nicht so viel zu sagen. Eigentlich gar nichts, nur dass es jetzt eben das Ende ist. Danach wünscht man natürlich «Счастливо» oder «Не пропадай». Und ihr geht mir bitte auch nicht verloren, sondern seid einfach bei meinem nächsten Video wieder da. Ihr verpasst es nicht, wenn ihr einfach unseren Channel bei YouTube abonniert. Und lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Пока!